Good Vibes Only. Willkommen in meiner Late Night Show. Nein, Gina. Wir sind hier bei der Juicy Immunity. Wir reviewen heute die Produkte vom Shopping Hall. Ein Teil zumindest davon. Wie gesagt, Intros brauchen wir jetzt, glaube ich, keine mehr bei diesem Hintergrund. Wir wissen, was das Statement ist. Good Vibes Only. Und ich würde sagen, wir starten. Ja, meine Lieben, als erstes möchte ich begrüßen die neuen Abonnenten. Schön, dass ihr hier dazu gestoßen seid auf diesen Kanal. Wundert euch nicht über meine eigenwillige Frisur, denn meine Haare sind frisch, 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 fresh gewaschen. Und machen die sowieso, was sie wollen. Also habe ich sie irgendwie hochgesteckt, weil ich jetzt einfach ein freies Gesicht brauche. Ja, wir reviewen heute, wie schon angekündigt, seit längerem diese Foundation von Trend It Up. Die soll 12 Stunden lang halten. Ich hatte sie in der Langzeitreview. Da kommen wir dann gleich dazu. Vorher kümmern wir uns um den Primer von Action. Und ich hatte bei dem Haul deklariert, dass das Acid ein Retinol ist. Ja, quasi, kann man so sagen. Eigentlich heißt es richtig, es ist eine Hyaluronsäure. Acid steht für Säure. Hat mir eine liebe Zuschauerin in die Kommentare geschrieben. Danke dafür, Liebes. Ja, dann werden wir das ja auf jeden Fall probieren. Ist First Impression. Die Foundation hatte ich schon im Langzeittest. Und passend dazu den Concealer, den ich auch schon seit ein paar Tagen teste. Auch vom Trend It Up. Und natürlich unser High Professional Content. Okay, ich muss ihn suchen gehen. Und natürlich unser Herzchen von Action, unser Lipgloss und das gleiche landet für euch in die Goodie Bag, die jetzt zu Ostern verlost wird. Also wir haben noch ungefähr 6 Wochen bis Ostern und ich würde sagen, in 2 Wochen starte ich schon mal das Gewinnspiel. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann hau auf den Button. Abonniere diesen Kanal, aktiviere das Glöckchen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Denn hier kommt noch einiges an Content. Und ich habe mir schon ein neues Format überlegt. Aber da bin ich mir noch nicht ganz 100% sicher. Komme ich auf jeden Fall noch mit auf euch zu, was genau das sein wird. Und wen es noch betrifft. Genau. Kurze Rede, langer Sinn. Ich würde sagen, ich ändere den Blickwinkel und wir starten mit der Review, denn ich habe heute noch was vor. Ja, meine Lieben. So, da sind wir ganz nah. Ihr könnt jetzt alles sehen, hoffe ich doch. Und womit wollte ich zuerst anfangen? Ich habe euch noch ein Produkt vergessen oder euch vorenthalten. Und zwar kommt heute zum Einsatz dieser Pinsel von Make-up Revolution, hier steht auch schon das R für Revolution, ist ein Foundation-Pinsel, ist ziemlich fluffy, in Rosé Gold und auch die Härchen sind hier oben weiß, wie ihr sehen könnt, und unten rosa. Ja, das soll wohl ein Pinsel sein, ein ähnliches Produkt, damit ich dieses Wort mit diesen 4 Buchstaben nicht benutze, DUPI. Ja, das soll wohl ein ähnliches Produkt sein wie der Foundation Pinsel von Real Techniques. Ob der genauso performt, werden wir gleich feststellen. Ich würde sagen, wir starten. Ich befreie mal mein Gesicht von Haaren. Ich habe so feines Haar, dass wenn ich frisch gewaschene Haare habe, mir komplett alle einzelnen Härchen im Gesicht rumfliegen. Alle einzelnen, wohlbemerkt. Und ja, wir kommen zum Primer. Kategorie Primer von Max & More. Der Face Primer Hydrating, also der ist sehr feuchtigkeitsspendend, mit
also with Hyaluronic Acid, also mit Hyaluronsäure. Ja, bin ich ganz gespannt drauf. Ich hatte schon mal einen Primer probiert von Action, also Max & More. Und der war zwar frei von Schadstoffen und alles, was da nicht reingehört. Und dieser, soweit ich mich erinnern kann, auch. Hat mir aber trotzdem in der Performance jetzt nicht so gut gefallen, dass ich den hätte weiter benutzt. Ich glaube, der war sogar mit im Paket bei der letzten Verlosung und hat vielleicht hoffentlich jemand anderes glücklich gemacht. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Kommt hier verschlossen. Dann weiß ich, da war hier noch niemand dran. Hatte ich den nicht im Haul geswatcht? Scheinbar nicht. Oh, wow. Dann holen wir das jetzt nach. Okay, ich muss noch meine Zähne benutzen. Sorry. So, dann swatchen wir den mal. Und er kommt so milchig daher. Hat auch was leicht bläuliches. Das ist bestimmt das Acid. Hieß das so? Acid. Ja, kommt sehr milchig, fühlt sich sehr flüssig an. Aber im Verblenden oder im Einmassieren fühlt er sich sehr creamy an. Und hat absolut keinen Eigenduft, riecht nach nichts und fühlt sich sehr pflegend und sehr feuchtigkeitsspendend an, schon mal hier auf der Hand. Ja, ist durchsichtig und hat auch ein Glow. So, ich habe meine Base, ich habe meine Skincare drauf. So, und ich gebe mir jetzt den Primer dahin, wo ich meine Poren verfeinert haben möchte. Also er wirkt auch schon sehr ergiebig. Ich tippel das so mit den Fingern in die Haut ein. Überall. Ja, also wie gesagt, er fühlt sich wirklich sehr feuchtigkeitsspendend an, sehr creamy. Er pflegt wirklich, man hat das Gefühl, es pflegt die Haut. Und versorgt die Haut auch mit Feuchtigkeit. Was hat er gekostet? Ich glaube 1,99 €. Also geschenkt. Und ich muss euch sagen, die Max & More Produkte und auch die Fab Factory Produkte haben mich schon sehr, sehr überrascht. Und ich muss sagen, auch dieser Primer gefällt mir sehr, sehr gut. Man muss ein bisschen warten, bis der eingezogen ist. Ja. Ja, und hinterlässt einen schönen, leichten Glow auf der Haut, wie ihr sehen könnt. Gut, mal gespannt, wie er sich jetzt mit der Foundation verhalten wird. Und zwar haben wir hier die Foundation von Trended Up. Und hier wurde ich angefixt von niemand Geringeres als unsere liebe Hatice Schmidt. Die hat diese Foundation reviewed mit ihrer Nichte, glaube ich, zusammen. Und das sah so, so gut aus, dass ich am nächsten Tag in DM gegangen bin und habe diese Foundation gekauft. Und habe sie selber jetzt schon eineinhalb Wochen im Test, im Langzeittest. Also ich benutze die für morgens auf die Arbeit zu gehen ins Office. Und ich muss sagen, die ist richtig, richtig gut. Die trägt sich nicht ab. Die ist genauso abends, wie wenn ich sie morgens aufgetragen habe, die sitzt. Die sitzt, ja.
Wie heißt sie denn? Genau. Wollen wir doch erstmal klären, wie der Name dieser Foundation lautet. Und es ist die Farbe 040. Es gibt, glaube ich, fünf oder sechs Farbshades dieser Foundation. Und es ist die Trend It Up Hydro Stay Silky Serum Foundation. Auch mit Hyaluron und Vitaminkomplexen. Und hat noch einen Lichtschutzfaktor von 15 mit drin. Und diese Foundation kostet nur 5,25 € sage und schreibe. Und ich kann euch sagen, diese Foundation erinnert mich ganz, ganz stark an die Armani Luminous Silk Foundation. Die kommt ja sehr nah dran. Die Armani Luminous Silk Foundation oder ja, Luminous Silk Foundation, klar, ist nochmal schöner vom Tragegefühl her. Die spürt man schon so ein bisschen, hat aber so eine mittlere Deckkraft, Medium, und kommt wirklich sehr nah, das Finish sehr nah an die Armani dran. Und das Finish davon ist wirklich schön smoothie, juicy Haut, hat auch so einen leichten Glow im Finish. Und ja, von mir eine absolute Empfehlung. Ihr wisst ja, ich war total obsessed und exciting auf die Trend It Up Foundation, von der ich nur noch vielleicht so viel habe. Die habe ich erstmal zur Seite gelegt, weil ich irgendwie generell letzter Zeit Probleme hatte mit Foundation meiner Haut. Aber ich denke, das liegt eher daran, an die Winterluft und an die Heizungsluft und ja, dass die Foundation da nicht mehr so gut performt hat wie zuvor. Deswegen habe ich den Rest gelassen für die wärmeren Tage jetzt im Frühjahr, werde sie nochmal rausholen und benutze aber jetzt erstmal die hier. Die hat eine mittlere Deckkraft, wie gesagt, ist nicht sticky, lässt sich gut einarbeiten, lässt sich super verblenden. Wer mehr Deckkraft braucht, würde ich nicht empfehlen, gleich mehr ins Gesicht zu tun, sondern lieber die Foundation aufbauen. Das ergibt insgesamt einen schöneren Finish. Ja, die kommt hier mit so einem Pumper und hat eine Pipette. Habt ihr ja schon gesehen, wer das Video gesehen hat vom Shopping Haul. Sieht so aus und die gebe ich mir jetzt einfach hier drauf. Und wie ihr seht, ist sie schon super flüssig. Ist eine sehr flüssige Foundation, hat aber trotzdem eine gute Deckkraft. Halt wie gesagt in Medium. Und wer mehr Deckkraft braucht, einmal drauf, verblenden, kurz warten, 2 Minuten und dann nochmal. Und dann habt ihr auch eine stärkere Deckkraft. Die wird ja wohl schon leer gehen. Ich habe sie auch erst geholt. Wie viele Milliliter haben wir denn hier drin? 30 Milliliter. Für 5,25 € kann man wirklich nicht meckern. Und ist wirklich eine super Foundation. Den Rest gebe ich mir hier von der Pipette hier ans Auge. So, dann wollen wir jetzt mal diesen Pinsel hier testen, ob der auch wirklich das hergibt, was der andere hergibt. Er fühlt sich auf jeden Fall schon mal sehr wertig an, liegt gut in der Hand und hat auch ist nicht das leichteste Produkt, aber ist nicht negativ, sondern fühlt sich wertig an, liegt gut in der Hand dadurch. Ich finde es jetzt schon ein bisschen zu weich von den Härchen für eine Foundation. Also ist jetzt von den Pinsel her, also von den Pinselhärchen her, absolut nicht das gleiche wie von Real Techniques. Aber ich glaube, das könnte wirklich nicht meins sein. Ja. Wie ihr seht, schon mal jetzt super schönes Finish. Man sieht auch immer noch Haut durch. Finde ich sehr, sehr schön. Wirkt auch natürlicher. Und für die, die mehr Deckkraft brauchen als das hier, einfach wie gesagt einarbeiten in die Haut,
kurz warten, nochmal ein bisschen draufgeben und nochmal verblenden. Und die ist schon so flüssig, dass sie mir schon wirklich runterläuft, wie ihr seht. Und ihr seht, es ist wirklich ein wunderschönes Finish. So, ich baue sie noch mal ein bisschen auf. Ich gebe mir noch ein paar Tupfer drauf. Ganz wenig an der Stirn, ganz wenig hier entlang. Kommt hier überhaupt noch Produkt drauf? Also diese Pipette ist schon wirklich sehr sparsam. Ihr könnt hier also super dosieren. Jetzt bauen wir die einfach noch ein bisschen auf, damit man auch sieht, wie sie sich aufbauen lässt. Also wirklich eine mega Foundation. Ich war so obsessed, wie ich die gesehen habe bei Hatice Schmidt mit ihrer Nichte. Das war ein so schönes Finish. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Und das habe ich dann auch gleich am nächsten Tag gemacht. Bin zu DM und habe mir diese Foundation besorgt. Und siehe da, ich bin mega zufrieden damit. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Turn It Up war jetzt noch nie so ein Produkt oder eine Marke, eine Brand, die mich gereizt hätte. Dafür, dass die Härchen von diesem Pinsel sehr fluffy sind und ich das Gefühl hatte, dass das nix wird, muss ich sagen, hat es wirklich schön die Foundation eingearbeitet auf die Haut und schön ebenmäßig gemacht. Sogar fast besser, möchte ich behaupten, als mein beliebtes Stück von Luvia, dieser Foundation-Pinsel, der unbedingt mal gewaschen werden will. Aber die Farbe ist so, so schön. Ja, das ist der Unterschied. Aber ich muss schon sagen, hier zaubert er wirklich ein sehr, sehr schönes Finish. Ja, ihr seht selbst, fresh, strahlt schön. Ja, erinnert mich wirklich sehr, sehr stark an die Armani Foundation, die Luminous Silk Foundation von Armani. Ich finde das Finish super. Ich finde die Farbe super. Hat so was leicht Peachiges in 040. Gefällt mir ganz gut. Und ich muss sagen, auch der Primer hier von Max & More Action funktioniert gut mit dieser Foundation. Vielleicht liegt es sogar nicht an dem Pinsel, sondern an diesem Primer. Werden wir noch weiterhin testen? Werde ich auf jeden Fall noch ein Update zu geben. Irgendwas juckt mich. Gut, kommen wir zu der Kategorie Concealer. Der sieht so aus. Und das ist der Concealer Multitask. Multitask, deswegen, weil es ein Concealer ist und gleichzeitig ein Color Corrector. Ja, und ich sehe, der ist gar nicht von Trend It Up. Hä? Okay, der ist sogar von Essence.
High Professional Content. Genau, der ist nämlich von Essence und ich muss sagen, der ist richtig gut. Ich hatte den jetzt auch zwei, dreimal getestet, habe den erst ganz neu gekauft und kommt auch mit diesem Pinsel als Applikator wie der von Yves Saint Laurent, den ich ja schon unbedingt ewig testen wollte. Und ich mich bei jedem Shopping irgendwie dagegen entschieden, weil ich andere Produkte gefunden habe, aber ich muss den mal wirklich mal shoppen. Ja. Multitask hat einen Color Corrector. Okay, wo ist das Produkt? Aha. Hat hier unten so einen Drehknauf und die Farbe war, ich glaube, die zweithellste. Die steht jetzt leider hier nicht mehr drauf. Aber es ist auf jeden Fall die zweithellste. Ja, und mit diesem Pinsel habt ihr halt die Möglichkeit, noch präziser euren Concealer dahin zu setzen, wo ihr ihn hinhaben möchtet. So, et voilà. Steht hier die Farbe drauf? Ah ja, 15 Natural Nude ist die Farbe. Die 15 Natural Nude. Kann man das sehen? Naja, ihr habt es ja gehört. 15 Natural Nude. Ich glaube, das ist die zweithellste Farbe. Ja, und dafür nehme ich jetzt mein Beauty Sponge von Real Techniques tatsächlich. Und mein Setting Spray von Iconic London Prep Setting Glow. Und feuchte ein wenig meinen Schwamm ein. Und von der anderen Seite. So, und dann verblende ich den Concealer auf meinem Lid. Und ihr seht, der funktioniert schon mal sehr, sehr gut. Und ich finde auch dieses Color Correcting kann man da sehen, wie gut der funktioniert. Das heißt, dunkle Gesichtspartien oder Under Eye unter dem Auge, dem Lid, oh mein Gott. Ja, merkt man schon, wie er das ganz gut ausgleicht. Schaut hier und hier, wo jetzt noch kein Concealer drauf ist. Und schaut euch das an. Macht das nicht einen super schönen, wachen Look? Ich finde auf jeden Fall. Ja, da ich den jetzt schon ein paar Tage getestet habe, also zwei oder drei, so lange habe ich den nämlich noch nicht. Genau, an dem Tag habe ich den gekauft, als ich das Video gedreht habe, das Shopping Haul. Das war am Donnerstag. Also dann habe ich ihn getragen am Freitag. Sogar nur einmal. Gestern habe ich gar keinen Concealer getragen. Gestern war ich völlig. No Make-up, Make-up. Genau. Und ja, seht selbst, das ist der Unterschied. Einen schönen, hellen, wachen, frischen Look. Was ich sagen wollte, er creased minimal. Und das sieht man, glaube ich, auch schon ganz leicht. Aber wirklich nur minimal. Das stört mich jetzt nicht. Im Gegensatz zu dem ganzen anderen Trash, den ich hatte, der mir hier Falten ins Gesicht gezaubert hatte, wo ich mich wirklich schon erschrocken hatte. Ich so, oh mein Gott. Bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt lasse ich den Concealer weg und mache das nur mit der Foundation, also nur hiermit. Und das sah wesentlich besser aus. Ich so, wo sind die Falten hin? Ja, also wie ihr seht, er lässt sich gut verblenden und hat einen schönen Finish. Passt sehr gut, finde ich, mit dieser Foundation zusammen.
Ja, meine Lieben. Ein paar von euch folgen mir ja schon auf Instagram. Natürlich habt ihr da andere Namen. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne mal eine Nachricht. Mich würde es natürlich mega interessieren. Ich bin auch so neugierig, wer von euch mir auf Instagram folgt. Ja, auf Instagram findet ihr natürlich oder bekommt ihr natürlich nochmal Updates zu den Produkten, nochmal Content zu den Produkten oder aber auch im Vorfeld schon, was ich auf YouTube erwarten wird, kommt auch auf Instagram. Und natürlich Privates, wenn ich unterwegs bin, Urlaub, findet ihr natürlich auf Instagram. Also wenn ihr auch mögt, folgt mir auch sehr gerne auf Instagram. Ja, GinaJuicy_11. Nein, Gina_Juicy11. Genau. Ja, was soll ich sagen? Ich finde das Finish super. Der Concealer von Essence überrascht sehr. Er creased minimal. Hier ist jetzt ganz frisch aufgetragen und hier ist es schon ein bisschen. Und ihr seht, dieses Color Correcting funktioniert auch sehr, sehr gut. Er gleicht sofort die dunklen Stellen schon mal aus. Genau, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich finde, dieses Peach scheint auch so ein bisschen durch oder irritiert mich dieses Licht hier. Ich finde schon, es ist peachy oder es ist mein Licht. Egal, ich finde es schön, das Finish ist mega nice. Und was ich mag, ist, dass es halt nicht so totmatt ist, dass es ein bisschen Glow da ist. Genau. So, jetzt würde ich sagen, ich muss mir mal dieses so abgewöhnen. Meine Lieben, ich habe noch nicht mal Mascara drauf. Was nehmen wir als? Das hatten wir schon, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Und das hatten wir auch. Ja, jetzt kommen wir nur noch zur Kategorie Lippenstift. Aber ich würde sagen, ich zauber mir schnell mein Augen-Make-up. Und dann würde ich sagen, mache ich noch meine Puderprodukte. Ihr wisst ja, was ich benutze. Ich zeige es euch gleich nochmal. Und dann würde ich sagen, bin ich gleich zurück. So, meine Lieben, da bin ich auch wieder zurück mit dem fast fertigen Look. Es fehlt nur noch dieses Produkt, dieser Lipgloss. Ja, was habe ich benutzt für den Rest? Gebronzt habe ich das Ganze von Messauda. Der Bronze Venus in der Farbe 106 Rich Mahogany. Gesettet habe ich das Ganze wie üblich mit Go Flawless Wonder Melon von Fab Factory. Nein, von Max & More. Ein Action-Produkt. Sieht so aus. Und Setting Spray, wisst ihr, Spray Setting Glow. Neigt sich dem Ende zu und habe schon was anderes in Planung. Genau. Und als Lidschatten habe ich benutzt natürlich die Morphe Palette Share the Secret. Und da habe ich benutzt als Transition Shade diesen hier. Das war der Love Language. Und als metallischen Shade habe ich den hier benutzt. Das ist Rose Champagne. Und für die Umrandung und Verdunklung habe ich diesen schwarzen hier benutzt, Dark Corner. Ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Genau, als Mascara habe ich benutzt, upsala, die Charlotte Tilbury Pillow Talk Push-Up Lashes. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Mega. Und benutzt habe ich Eyeliner von NYX.
Der Epic Inkliner habt ihr jetzt auch zu Genüge gesehen. Und hier haben wir ihn in der Farbe Black. Und für die innere Wasserlinie habe ich benutzt von Reval the Loop den Intense Eyeliner in der Farbe 01 Black. Kennt ihr auch schon zu Genüge. Genau, und für die Lippen habe ich benutzt von BU den Lip Liner in der Farbe Braun. Genau, das waren die Produkte, die ich benutzt habe. Ich habe jetzt aber noch keinen Blush drauf. Im Übrigen, upsala, diesen Blush gibt es auch bei Catrice und zwar in der exactly gleichen Farbe. Und den gibt es auch noch so in Cherry Red, also Kirschrot. Selbes Packaging, genau das gleiche mit dem Herz. Exakt, genau. Frage ist, wer hat bei wem abgeguckt oder kopiert? I don't know. Zuerst entdeckt bei Action von Fab nein, von Max and More. Nee, Fab Factory. Sorry. Genau, ist ein Peach. Ich gehe mal da ein bisschen mit dem Foundation-Pinsel rein. Ah ja, und ein bisschen Highlighter habe ich benutzt von Sleek. Da habe ich den Pinken genommen. Zeige ich euch auch. Ich fand, der Pinke passte super zu dem metallischen Shade von Rose Champagne. 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 Genau, das war dieser hier. Mega, mega schön. Ist aber nur sehr, sehr leicht pigmentiert. Kostet ein paar Euro, kann man machen. Muss man natürlich aber auch nicht. Wer hier den richtigen Wumms erwartet, hier kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Das hat er nicht. Der ist ein ganz leichter Highlighter. Kurze Rede, länger Sinn. Jetzt kommen wir zu unserem Sweetheart. Dieses süße Ding hier. Und der hat hier oben einen Schraubverschluss und kommt hier mit einem Mini-Mini-Mini-Applikator. Hat aber eine sehr, sehr schöne Farbe. Habe ich schon geswatcht im Shopping Hall Video. Das scheint wohl kein Nude zu sein. Das scheint wohl so ein Rosy Nude, aber mehr ins Pinke zu gehen. Ja, ein bisschen blöd. Man kann ihn so schlecht greifen, weil er so klein ist. Aber er duftet nach Erdbeer. Finde ich, passt ganz gut zu dem Look. Hält sich gut zurück. Ein süßes Babypink würde ich eher sagen. Aber nicht zu stark pigmentiert. Bab 0. Fühlt sich sehr, sehr wertig an. Und man hat das Gefühl, es pflegt ganz gut die Lippen. Diese Schätzchen hier landet für euch natürlich genauso in die Goodie Bag. Eigentlich dachte ich, es wäre so nude, aber jetzt, wenn ich es so betrachte, ist es pink in dem Licht. Aber in der Kamera sieht es doch nude aus. Wie dem auch sei. Ich finde es richtig, richtig süß. Ist nicht zu pink. Finde ich sehr schön. Hat einen schönen Sheen. Passt gut zum Look. Kann ich mir zu vielen Looks gut vorstellen. Und riecht nach Erdbeeren. Schmeckt ganz lecker. Oder riecht ganz lecker. Ja, meine Lieben. Und das ist der fertige Look. Ja, was soll ich euch sagen? Diese Foundation
Absolute Empfehlung, eine wärmste Empfehlung. Der Concealer, seht ihr ja, creased ganz, ganz leicht, aber durch den Color Correct gleicht er nochmal gut aus. Das Dunkle von den dunklen Augenrändern scheint minimal durch. Das wäre vielleicht so der Kritikpunkt. Ja. Kann man machen für eine Drogerie. Eyeliner, absolut okay. Eyeliner. Concealer, absolut okay. Kann man machen. Gibt es Besseres. Der Prime hat mich auch überrascht von Max & More. Funktioniert super mit der Foundation. Die Haut fühlt sich schön feucht an, gepflegt an. Die Foundation sitzt sehr gut drauf. Besser sogar als ohne den Primer. Ja, die Foundation ist wirklich, wie ihr seht, super ebenmäßig, schön gleichmäßig, einen schönen süßen Glow. Gefällt mir richtig, richtig gut. Der Pinsel, ja, besser als gedacht. Hat ein schönes Finish gezaubert. Liegt es an der Foundation? Liegt es auch jetzt am Pinsel? Müsste ich mal mit einer anderen Foundation nochmal probieren. Trotzdem würde ich sagen, momentan gefällt mir Real Techniques nochmal besser. Aber der war schon schlecht. Der kostet um die 10 Euro. War schon nicht schlecht. Gibt es noch ein Update zu? Ja, und dann wären wir auch schon am Ende. Und ja, ich plane demnächst ein Full-Face-Video. Und für die Neuen, die dazu gekommen sind, die es interessiert, was ich sonst so für Produkte benutze, schreibt mir gerne mal alle Abonnenten gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr ein Full-Face-Video wollt. Und wenn ihr sagt, aber nee, ich habe schon deine alten Videos geschaut, da sieht man ja die Produkte auch. Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen, aktiviert auch das Glöckchen, gebt diesem Video einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Donnerstag beim nächsten Video. Bis dahin, eure Gina Juicy. Bye!